Walter Veit, Vatikan, Illuminaten, Templer, Zionismus, Trump, Flut und Pyramiden. Wie lange würde es dauern, um von einem Pärchen bis auf die heutige Bevölkerung zu kommen? Und damit geht eine ganze These zugrunde. Die These, die man liest in der Bibel, wird mehr glaubwürdig. Ich bin überzeugt davon, dass Gott allgegenwärtig ist und dass jeder zu jedem Zeitpunkt Zugang zu Gott finden kann. Da brauchst du kein Buch für, da brauchst du kein Gebäude für, da brauchst du nichts für, außer dich selber. Was ist denn deine Meinung zum Beispiel zu den Pyramidenstrukturen in Gizeh? Wichtig, wichtig, wichtig. Wir haben immer diesen Gedanken, die waren so primitiv, ja. Weil das ist das evolutionäre Denken. Aber waren die so primitiv? Wo kommt die Technologie her, um zum Beispiel die Pyramiden zu bauen? Es ist die gefallene Natur. Die Menschheit hat keine Hoffnung. Sie haben ihren Ursprung vergessen. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Walter Veit, Vatikan, Illuminaten, Templer, Zionismus, Trump, Flut und Pyramiden. Also der Titel verspricht viel und gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass wir auf jeden Fall hier richtig sind als Love Gang. Also was soll ich dir sagen, Digga? Das sind eigentlich mehr oder weniger unsere Themen, wenn ich die so nennen darf an der Stelle. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Ist ein 100% Real Talk Podcast von Boogie und Belash. Shoutouts gehen raus an die beiden Jutzen. I love you, Jungs. Macht weiter so. Und jetzt würde ich sagen, geht der Peter los. Ich hoffe, ihr seid ready. Und los. Gänsehaut. Ja, voll. Herzlich willkommen, 100% Real Talk. Ja, wir sind mitten im Sommer, die Sonne scheint. Ich bin hier. Bro, war der Boogie Parma Solarium gewesen oder was hier los? Haut's na, Mann? Zusammen mit meinem Bruder Mike und Walter Veit. Also von daher. Ja. Willkommen in Kreuzberg, willkommen in Berlin. Also für alle unsere treuen Zuschauer, ihr habt gemerkt, Boogie war im Urlaub und ist braun geworden. Genau, ne, wir haben hier gerade tatsächlich Mike von Downlow. Erstmal Applaus dafür. Das ist ein sehr guter Freund von mir. War zufällig, nicht ganz zufällig. Er hat gehört, wen wir heute zu Gast haben und ist heute aus ganz tief Süden, aus Deutschland hierher gekommen, extra, um eigentlich nur dabei zu sein. Er wollte eigentlich nur als Zuschauer hinten dabei sein und dir mal die Hand schütteln, weil er ein Bewunderer von dir ist seit langer Zeit. Aber jetzt, wo mein eigentlicher Partner ausgefallen ist durch Krankheit, ja, gute Besserung, haben wir gedacht, wäre es doch eine super Idee und eine gute Gelegenheit, Mike an den Tisch zu holen. Also herzlich willkommen erstmal Mike, herzlich willkommen an unseren Hofgast, Professor Walter Veit. Crazy. Vielen Dank, vielen Dank. Wer macht das Intro jetzt? Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Hab ich gemacht jetzt, komm, passt schon. Sehr, sehr gerne. Herr Veit, wir duzen uns, haben wir gesagt. Wir duzen einander, ja. Wir duzen einander. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen surreal, jetzt gerade für uns beide, total, dich hier sitzen zu haben, weil wie schon vor den Kameras gesagt, du kennst uns nicht, aber wir kennen dich sehr lange. Ja? Ich weiß nicht, Mike, wann hast du angefangen, Walters Kram zu checken? Bei das mir war es so 2008 oder so. 20 Jahre her, also wirklich, ja? Mit der Offenbarungsreihe. 20 Jahre. Also ich glaube, der erste Offenbarungsauftrag, Vortrag war 2003, glaube ich. Ja. Ja, und das war so der Zeitpunkt. Ich habe den Walter auch schon mal irgendwo gesehen, ne? Haben wir uns mal was reingezogen von dem? Seitdem ich Walter auf dem Schirm habe. 2003 sogar. Ja. Okay, da warst du noch ein bisschen vor mir sogar dran. Ich habe Walter auf YouTube entdeckt im Jahre 2007, 2008 ungefähr müsste das gewesen sein. Auch mit der Offenbarungsreihe. Und besonders spannend wurde es für... Warte mal, da kann man auch mal direkt mal auch in so einen Vortrag reingehen, ne? Uns damals als Anfang 20-Jährige, die jetzt von Gott und der Welt gar keine Ahnung gehabt haben. Das war so die Zeit, wo wir angefangen haben, uns mit Politik zu beschäftigen. Und da kamen dann gewisse Sachen ins Internet, ja, gewisse Filme, Dokumentationen, Vortragsreihen. Und vor allem Offenbarung 6 und 7 habe ich mir sehr oft angeschaut. Das war faszinierend. Und seitdem immer mal wieder reingeguckt. Mittlerweile gibt es... Dapo sagt, Roos hat letztens drauf reagiert und sich komplett lustig gemacht und meinte dann, dass er will, dass du drauf reagierst. Da sind wir, Bro. WhatsApp Prof und auch eine deutsche Übersetzung
auf YouTube auf jeden Fall für alle aktuellen Themen von Walter Veit für alle Leute da draußen zugänglich. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das nachzuholen, der das noch nicht gecheckt hat. Als allererstes erstmal willkommen hier und vielen, vielen Dank, dass du dir den Weg hierher gemacht hast. Ja, wir hatten ja durch einen Bekannten dort hinten, über den ich über Instagram connected hatte, hatte ich spaßeshalber mal geschrieben, weil er meinte, dass er dich kennt. Ja, dann lad ihn doch mal ein. Ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass du ja sagst. Also danke, dass du gekommen bist. Es ist eigentlich ein Wunder, dass ich überhaupt hier bin, ja? Ja, ja. Inwiefern? Wie meinst du das? Wir hatten nur eine Woche und es war geplant, Vortragsreihen hier im Süden von Deutschland und in Österreich. Ja. Aber dann sind wir eben einen Tag früher gekommen und hierher gekommen. Ja. Ja. Ja, also mich freut das sehr, Mike total, freut das auch. Total. Ja. Schön, dass ich hier bin. Komm rein da jetzt in die Themen, mein Jutster. Was geht hier ab? Ja, zu 100%. Walter, wie kann man die Leute da draußen, wie kannst du dich quasi introducen für die Leute, die jetzt quasi zum ersten Mal gerade dich sehen? Ja, du bist Professor der Zoologie. Professor der Zoologie? Oh shit. Ansässig in Südafrika, ja. Aber hast du deutsche Vorfahren? Woher kommt dein gutes Deutsch? Ich habe kein gutes Deutsch. Ich habe, nennen wir es mal Deutsch. Ja, ich habe Deutsch gesprochen bis ungefähr 12 Jahre. Bis 12. Ja, und dann war ich nicht mehr an der deutschen Schule in Kapstadt in Südafrika, sondern dann war es mehr Englisch und später mehr Afrikaans. Mhm. Ja. Aber ich habe noch ein paar Beziehungen mit Deutschen und so weiter. Also ab und zu habe ich mit Familie Deutsch gesprochen. Mhm. So, ich habe noch so ein bisschen Deutsch in mir, ja. Crazy. Gibt es da auch genetische Vorfahren? Ja, meine Eltern waren beide Deutsche. Beide Deutsche. Meine Mutter ist ausgewandert. Viele in Südafrika, die so wie er groß geworden. Dieser Heiko oder wie der heißt auch, ne? Nee, nicht Heiko. Wie heißt denn der Typ nochmal, der diese Videos macht, diese Vlogs? Diese Travel-Dinger, der macht doch diese mit den Girls immer, mit irgendwelche Kolumbianerinnen und Venezuelanerinnen hat der immer und macht dann irgendwelche Travel-Vlogs. Wie heißt denn der nochmal? Kurt. Kurt. Der ist auch Deutscher, glaube ich, Roots. Und ist auch Südafrika geboren und so. Hat aus Deutschland, vor dem ich geboren wurde. Ja. Natürlich. Und ich bin in Südafrika geboren. Mhm. Und mein Vater, der ist kurz vor dem Krieg nach Südafrika gekommen. Mhm. Dann haben sie ihn eingesperrt, weil er Deutscher war und der Krieg brach aus. Und er war etliche Jahre im Internierungslager. Also bin ich so ein bisschen später als meine Schwester, 10 Jahre später erst geboren. Mhm. Und das ist so mein Hintergrund. Ja. Der hat gute Vibes, ne? Und dann habe ich Zoologie studiert und Professor auch in medizinischer Biologie. Ah. Zoologie, was ist ein Zoologiestudium? Okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du bist nur Zoologe, in Anführungsstrichen. Nein, ich habe weil die Forschung, die man als Zoologe macht, ist ja mit Tieren. Ja. Und meine Forschung wurde dann immer mehr in dem Bezug Krankheiten, die bei Menschen vorkommen, wie prüft man das? Tiere, aber hat Zoologie auch was mit dem Zoo zu tun? Oder nennen die das einfach nur so? Das ist die Ursache und die Tiere. Tierkunde halt. Ja. Sind dann eben die Lebewesen, die man gebraucht, zum Beispiel Ratten oder Affen und so weiter. Und meine Forschung war mehr medizinisch als zoologisch, obwohl es mit Tieren war, also zoologisch. Verstehe. Aber die sind nicht so hellal, die Jungs, ne? So als Veganer jetzt? Mit den Tierforschungen und so? Ratten als Dings und so? Ratten, Affen und so als, wie sagt man? Wie nennt man die nochmal? Tierversuche und so? Schwierig. Die Zoologie, die hatte natürlich dann auch wahrscheinlich irgendwo Bezugspunkte zu der ganzen, sag ich mal, Evolutionstheorie und so weiter. Absolut. Darüber hast du auch sehr oft und sehr gerne gesprochen, auch sehr interessant. Zu dem Thema werden wir auch kommen. Es gibt halt einfach unfassbar viele Themen, die du behandelt hast. Und wir haben beide die Befürchtung gehabt, dass wir es einfach niemals hinbekommen werden, innerhalb von 1,5 oder 2 Stunden jetzt da wirklich das meiste an Themen abzuarbeiten. Ja, wenn wir jetzt nicht langsam reingehen, dann hast du recht. Wir müssen Lovelock ungeduldig, ich will mies in die Schwurbelei rein.
und sich deine Vorträge angucken, die jeweils, muss man sagen, 1,5 bis 2 Stunden gehen. Und davon gibt es dann auch nochmal unendlich viele Teile. Also das Pensum an Informationen, die du ins Internet gepackt hast, ist wirklich unfassbar vielfältig und auch breit gefächert. Also in allererster Hinsicht bringe ich dich persönlich natürlich in Verbindung natürlich mit dem Christentum, wie sollte es anders sein, ja, als Repräsentant der Adventistenkirche, ist das richtig, ne? Richtig, ja. Genau. Und, was für eine Kirche? Adventisten? Ich denke mal, du warst für vor allem den deutschen Raum, auch deine Vorträge gab es auch auf Englisch, muss man dazu aber sagen, aber wir hier in Deutschland hatten vor dir niemanden auf YouTube, von dem ich wusste, der so stark quasi vor allem Vatikan und katholische Kirche, ich sag mal in Anführungsstrichen, angegriffen hat, so, weil die Hintergründe natürlich Adventisten, Protestanten und so weiter, das ist halt natürlich irgendwo euer Feindbild, aber es ist oft eine sehr... Adventisten, Protestanten, sind das Evangelien oder was? Interessante wissenschaftliche Art und Weise uns völlig Unwissenden näher gebracht worden, was der Vatikan ist, was die katholische Kirche ist und was da nach eurer Ansicht die Diskrepanzen sind in Bezug auf das Christentum, wo ihr der Meinung seid, wo du der Meinung bist, dass sie keine Repräsentanten des wahren Christentums sind. Ja, Digga, ich auch, Digga. Walter, da haben wir eins gemein. Vatikan ist out, man, Alter. Nur als Hintergrund, ich bin natürlich katholisch aufgewachsen. Mhm. Meine Mutter war Lutheraner. Oder Lutheranin, ist das richtig? Lutheranerin. Und mein Vater war katholisch. Gendern, wichtig. Also ich bin katholisch erzogen worden. Ja. Und dann bin ich, naja, von ungefähr 12 Jahre ab war ich Atheist. Mhm. Und habe überhaupt nicht an Gott geglaubt. Und durch meine Karriere an der Universität bin ich natürlich auch zur Evolutionslehre gekommen, habe dann auch Evolution doziert an der Universität und war voll Atheist, Evolutionist. So, das war so mein Hintergrund. Ja. Und warum ich nicht mehr katholisch bin, ist nicht, weil ich irgendwo durch einen Blitz getroffen wurde, sondern durch meine Untersuchungen und Forschungen habe ich festgestellt, dass der Katholizismus eigentlich das Gegenteil vom biblischen Christentum ist. Das ist ein krasses Statement, Digi. Und das war natürlich ein Schock. Obwohl man Atheist ist, ist man immer noch in den Wurzeln... Satanismus, gell? Ich schwöre dir, so kommt mir das, aber das sage ich doch auch immer wieder, wenn wir uns irgendwelche Vatikan-Sachen reinziehen oder so. Das sind Teufelsanbeter, Digi. Hätt ich aus. Irgendwo verzwickt. Und das war ein ziemlicher Schock. Und je mehr ich studierte, je mehr habe ich die Unterschiede erkannt und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass Martin Luther ein besseres Verständnis hatte, was die Bibel betrifft und die Heilslehre, als was die Katholiken haben. Denn das ist eine Werksgerechtigkeit, wogegen Lutheraner eine ganz andere Ideologie haben, eine Gerechtigkeit, wo Martin Luther immer gesagt hat, das ist eine äußerliche Gerechtigkeit, die kommt nicht von mir, sie ist Alien, sie kommt von woanders und die wird zugerechnet. Und das sind die springenden Punkte, wo der große Unterschied kommt. Und somit bin ich dann mehr auf die biblische Heilslehre, habe ich mich dann mehr konzentriert. Aber als Atheist, um die Bibel überhaupt zu akzeptieren, das ist nicht so eine einfache Sache. Kenne ich. Ich habe zum Beispiel die Bibel auch gelesen. Nee, ich war kein Atheist. Ich habe an Gott schon geglaubt. Ich war früher auch Atheist. Also ich bin evangelisch geboren, Digga. Habe aber mit Glauben nie richtig was am Hut gehabt. Und irgendwann wurde ich dann immer aus dem Religionsunterricht rausgeschmissen, weil ich so nachgefragt habe. Weißt du, so Fragen gestellt habe über Jesus und so, und die Lehrerin hat gesagt, der geht mir auf den Sack, der Bruder, geh einfach raus jetzt. Dann wurde ich verbannt aus dem Religionsunterricht und dann bin ich Atheist geworden, aus Trotz auch so ein bisschen. So, scheiß auf das alles, weißt du, konzentriere dich auf dich und dein Leben. Irgendwann habe ich wieder zu Gott gefunden. Eigentlich, als ich Erfolg hatte, wo ich gemerkt habe, dass mein Traum so langsam in Erfüllung geht, was ich gerne machen würde, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss dankbar sein
für was, also irgendwas Höherem dankbar sein, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas Höheres ist involviert. Dann habe ich angefangen zu beten und so. Dann war ich das erste Mal richtig beten in der Moschee, aber habe dann auch irgendwann später dann durch meine Ex-Freundin, die sehr gläubig war und immer die Bibel gelesen hat, dann mich angefangen mit der Bibel auseinanderzusetzen so. Und habe mir die dann auch in großen Teilen durchgelesen. Zum Glück war ich immer ein wissbegieriger Charakter, der nie, ich muss jetzt nicht Christ sein oder Moslem sein, um mir die Bücher durchzulesen, Digga. Ich kann mir das durchlesen mit offenem Herzen und gucken, was mein Herz mir sagt. Weißt du? So und nicht anders. Ich lasse mich nicht spalten halt. Ich lasse mich auch nicht zuordnen oder so. Ich schaue einfach auf mein Herz und beschäftige mich mit so vielen Themen wie möglich. Denn meine ganze Wissenschaft schrie dagegen. Und wie soll man ein Buch als glaubwürdig bezeichnen, wenn die ersten Kapitel schon mal Unsinn sind? So muss man ja denken. Die Schöpfungsgeschichte oder Genesis. Ja, Genesis, 1. Mose. Ja. Die Welt ist in 6 Tagen geschaffen. Du bist Evolutionist. Die Welt ist ist schwierig, gell? Ja, krass. Nicht so alt, wie die Wissenschaftler sagen. Wie bringt man diese Dinge zusammen? Und dann hatte ich natürlich das Vorrecht, dass ich nicht nur den Hintergrund wissenschaftlich hatte, aber ich konnte auch die Gegenthese untersuchen, auch im Feld. Mit anderen Worten, ich bin zu vielen Plätzen gereist in der Welt, wo man sich die Paläontologie ansehen konnte und dann einen Entschluss machen, wie ist das entstanden? Ist es durch den Uniformitismus, so wie die Lehre es geht, über langfristige Zeiten, ist das entstanden? Oder ist das katastrophal? Hm. Und wenn es katastrophal ist, dann muss man ein bisschen umdenken. Und wenn man dann bei zig paläontologischen Stellen war und man sieht zum Beispiel zigtausende Tiere, die orientiert in den Fossilbetten liegen, dann fragt man sich, sind die Tiere alle gleichzeitig in die gleiche Richtung umgefallen? Mhm. Was natürlich nicht logisch ist. Oder war das eine Wasserkatastrophe? Mhm. Und das ist dann, wie man dann zu dem Entschluss kommt, dass die Tatsache, die Realität da draußen ist, dass der größte Teil aller Fossilien ein Wassergrab-Erlebnis hatten. Ja. Aber es gab keine Flut. Also muss man das untersuchen. Und wo kommen alle diese geologischen Strukturen her, diese Canyons, die wir haben, Grand Canyon und so weiter? Dass wenn man da studiert, was die Wissenschaft dazu behauptet, dann ist das alle über Milliarden Jahre entstanden. Aber die großen Canyons sind... Das sagen die bei fast allem, ne? Ja, Evolution und so. Warum werden heute noch nicht mehr aus Menschen Affen, aus Affen Menschen oder aus irgendwelchen anderen Spezies neue Spezies und warum werden aus Fischen keine Vögel mehr so mäßig? Weil so soll ja die Evolutionstheorie, also... Darwin'sche Evolutionstheorie sagt dir, dass aus einer Spezies eine andere geworden ist. Warum passiert das nicht? Ja, weil das ist wegen Jahrmilliarden und so. Ja, okay, aber müssten wir da nicht irgendwelche Zwischenformen sehen? Müssten wir nicht jetzt irgendwelche Lebewesen sehen, die so zwischendrin sind? Ja, Jahrmillionen, Bro. Das kannst du nicht, weil Jahrmillionen. In den letzten Zeiten können binnen Minuten entstehen. Und die Eigenschaften sind hundertprozentig gleich. Mercedes sagt gerade, warum ist man eigentlich Gott dankbar und nicht sich selbst? Das frage ich mich in letzter Zeit immer. Warum kannst du nicht warum kannst du nicht, guck mal, Gott ist auch in dir. Ne? Also du kannst, wenn du deinem wahren Selbst gegenüber dankbar bist, bist du automatisch auch jedem anderen und Gott gegenüber dankbar. Aber dazu musst du halt deinen wahren Mensch, dein, was du ehrlich bist, erstmal verstehen oder kennenlernen, weißt du? Aber wenn du im Endeffekt, meiner Meinung nach, wenn du Gott dankbar bist, bist du allem gegenüber dankbar und jedem gegenüber dankbar, weil Gott alles ist, meiner Meinung nach, weißt du? Wenn du nur dir selbst gegenüber dankbar bist,
ja, dann bist du halt im Ego eigentlich. Dann sagst du ich halt. Ich bin dankbar, dass ich das erreicht habe. Ich bin dankbar, weil ich so bin, weil ich. Geht natürlich auch, aber dann schließt du halt viele, dann schließt du halt den Rest aus im Endeffekt, weißt du? Zum Beispiel Mount St. Helens, als der explodierte, da ist ja der ganze obere Teil des Berges ist ja in die Luft gesprengt worden und ist dann runtergekracht und in die Seen, die da ringsrum sind, gelandet und haben Tsunamis verursacht, die riesen Canyons ausgespült haben, binnen Minuten, die auch undulieren wie der Grand Canyon, auch die gleichen Schichten haben, wo man interpretieren würde, dass das hat sich über Jahr Milliarden angelagert, aber da war es binnen Minuten. Ach, ist ja interessant. Okay, also für die Leute, die jetzt nicht so viel sich mit Religion und so weiter und mit diesen Geschichten auskennen, du sprichst natürlich auf die biblische Flut an. Richtig. Ne? Gab es eine oder gab es nicht genau, eine? Das ist die große Frage halt. Ne? Da würde ich auch gerne mal direkt dann dazu fragen, wenn du von den biblischen Erzählungen ausgehst, zum Beispiel, was ist deine Meinung dann zu dem Epos von Gilgamesch, wo ja auch von einer Flut zum Beispiel gesprochen wurde? Ja, es ist nicht nur der Epos von Gilgamesch, es gibt in jeder Kultur fast, gibt es Sagen oder Geschichten. Diese flutähnlichen Geschichten, ja, überall. Mexiko, Ägypten. Die eine Sintflut behaupten. Ob das jetzt in Indien ist. Auch Koran. Oder ob es die Gilgamesch ist, die von Mesopotamien kommt. Ja. Auch die Indianervölker von Amerika und Südamerika. Die alle haben sie eine Flutideologie. Und die Namen sind auch oft interessant. Das sind Namen, die man immer zu der Wurzel Noah zurückführen kann. Und auch Gesetze in der Bibel, sagen wir mal Reinheitsgesetze und so weiter. Dazu muss man aber auch sagen, dass die biblische Geschichte auch schon von in großen Teilen von den Ägyptern erzählt wurde. Oder den Sumerern. Also diese Geschichten tauchen ja immer wieder auf. Und man kann auch, man kann auch Parallelen ziehen zu den Propheten von der Bibel zum Beispiel, dass es da ähnliche Geschichten gibt von Menschen oder Wesen, die das Gleiche durchgemacht haben, aber früher schon. Also das wiederholt sich quasi, weißt du? Da gibt es auch eine gute Doku, die das zeigt. Was mich halt, wo ich dann wieder an den Punkt komme und sage, ich glaube, diese Geschichten, die erzählt werden, auch in der Bibel zum Beispiel, man kann da sich viel mit rausnehmen. Vieles auch in Metaphern zum Beispiel erzählt und viele Sachen können dir was bringen für dein Leben. Aber du brauchst nicht davon überzeugt sein, dass das Buch die Wahrheit ist, um Gott zu finden. Drücken wir es mal so aus, weißt du? Ich bin überzeugt davon, dass Gott allgegenwärtig ist und dass jeder zu jedem Zeitpunkt Zugang zu Gott finden kann. Da brauchst du kein Buch für, da brauchst du kein Gebäude für, da brauchst du nichts für, außer dich selber. Du musst halt am Leben sein. Das ist die einzige Voraussetzung. Und die Natur kann dir dabei helfen, weil das auch göttlich ist. Das ist das Allerwichtigste und so kann jeder zu Gott finden. Ohne Buch, ohne Propheten, ohne irgendeinen, der dir irgendwas eintrichtert oder der dir irgendwas erzählt oder nicht. Das kannst du alles selber tun, zu jedem Zeitpunkt, immer, solange du am Leben bist. So. Und das ist halt wichtig. Das ist halt wichtig für mich, das zu sagen und das auch zu verstehen und dass die Leute das verstehen. Weil dann merkst du, dass du nicht abhängig bist von irgendwas und du brauchst nichts dazu, um dich selbst zu realisieren und den Weg zu Gott zu finden. So. Weißt du? Aber ich bin überzeugt davon, dass dir auch Religionen oder Bücher oder Propheten oder Leute, die sich mit spirituellen Geschichten auseinandergesetzt haben, Hinweise geben können, dass sie dir helfen können, einen Zugang zu finden und dann den Weg zu finden. So, weißt du? Jeder hat seinen eigenen Weg am Ende des Tages. Deswegen bin ich zum Beispiel auch keiner, der sagt, ey, ist jetzt schlimm, wenn jemand über das Christentum zu Gott findet oder über irgendwelche spirituellen Geschichten aus dem asiatischen Raum oder so. Weißt du, alles kann helfen, glaube ich,
um den Weg zu finden. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es zu jedem Zeitpunkt auf der Erde, auch in der Vergangenheit, immer Menschen gab, die den Zugang gefunden haben. Und diese Menschen haben von diesem Zugang gepredigt, weil sie wollten, dass so viele Menschen wie möglich auch diesen Zugang bekommen. Und meiner Meinung nach waren die Propheten, Leute wie Jesus oder Buddha, genau solche Menschen, die für sich selber in der Stille den Zugang zu Gott gefunden haben, in sich. Und dann angefangen haben, davon zu predigen in der Welt. Und dann haben Menschen halt das draus gemacht, was sie draus gemacht haben. Aber denen ging es nicht darum, eine Religion zu kreieren. Denen ging es darum, den Leuten die Wahrheit zu erzählen. Weißt du? Und das ist der Ursprung eigentlich von den meisten Religionen. Und da sollten die Menschen auch wieder zurückkommen. Das verstehen, dass sie das gemacht haben, weil die selber den Zugang gefunden haben und weil die wollen, dass du auch den Zugang findest. So. Weißt du? Die findet man nicht nur in der Bibel, oder nicht nur bei den Juden zum Beispiel, sondern auch in indischen Legenden und auch in anderen Völkern. Nicht alles in dieser Vielfalt, aber Teile davon. So, die Wurzeln von dieser Ideologie sind überall in der Welt verbreitet. Ja, ja. Ja. So, warum haben alle Völker eine gleiche Ansicht über Herkunft und Genesis, wie man verwandt ist unter den Völkern. Und dann die Biologie bestätigt es, denn wenn wir jetzt DNA oder DNS, sagt man in Deutsch wahrscheinlich, ja. die Verhältnisse untersucht, dann ist es sehr glaubwürdig, dass man binnen kürzerer Zeit, also über ein paar tausend Jahre eher als über Millionen Jahre, die zurückführen kann zu ein Pärchen vielleicht, dass sämtliche Völker auf Erden von einer Familie stammen. Ah. Und ja, das ist interessant. Und früher hat man natürlich immer gedacht, dass die Genetiker ist so unterschiedlich, dass das nicht möglich ist. Aber heute wissen wir, dass es nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich ist. Ach, das ist ja spannend. Also, okay, ich hatte dazu jetzt aber direkt zwei Fragen. Mike, wenn du was hast, bitte, dann... Erstens, was ich mich schon immer gefragt habe, bei der Geschichte von Adam und Eva, wenn sie die beiden ersten Menschen sind und alle anderen entsprangen ihnen, aber kein und... Er sagt jetzt, dann sind wir doch alle Brüder und Schwestern mäßig, dann haben die Inzucht gemacht, oder? Das hab ich früher gesagt. Die haben sich erschlagen und Leute haben zugeguckt. Wer sind diese Leute? Also, warte. Ich habe jetzt gedacht, der sagt, okay, krass, aber wie haben die dann weitergemacht mit Kindern und so? Adam und Eva, die waren zu zweit. Dann haben die ein Kind bekommen. Oder zwei Kinder, dann musst du ja Bruder mit Schwester oder was? Oder was? Weißt du, wie ich meine? Wie ging es dann weiter? Aber Kain und Abel haben sich erschlagen und Leute haben zugeguckt. Wer sind diese Leute? Wenn wir anfangen mit einem Pärchen, ja, jetzt rein biologisch betrachtet, fangen wir an mit einem Pärchen und wir gebrauchen die Zuwachsinformationen, die wir heute in der Welt haben. Mhm. Das heißt, alle Krankheiten, alle Seuchen sind mit in dieser Berechnung drin. Wie lange würde es dauern, um von einem Pärchen bis auf die heutige Bevölkerung zu kommen? Und die Antwort ist knapp über 1200 Jahre. Also wir haben eigentlich ein Problem. Warum sind da nicht mehr Menschen? Nicht, woher kommen die alle? Genau umgekehrt denken. Und Aber wie haben die das gemacht, Bro? Wenn es Adam und Eva gewesen sind, die haben ein paar Kinder gekriegt. Wie haben die sich weiter fortgepflanzt? Kann mir das einer erklären? Eigentlich müsste die Menschheit total vernichtet geworden sein, irgendwann mal, und wieder angefangen haben. Sonst hätten wir viel mehr Menschen, als eigentlich heute gegenwärtig sind. Ah, okay, er sagt, also wurden alle auch nochmal ausradiert und so. Okay, aber diese Frage, die ich hatte, die interessiert mich auch irgendwie. Und die Flut ist da so ein Beispiel, wo alle entfernt wurden. Und wahrscheinlich gab es noch ein paar zwischendrin, ein paar Seuchen. Und im Mittelalter gab es ja so eine... Er hat die Frage aber jetzt auch nicht beantwortet, ne? Die Frage von Boogie. Kain und Abel haben sich erschlagen, da haben Menschen zugeguckt. Wer waren die Menschen? Hat er nicht beantwortet. Du kannst doch nicht, die Bibel kannst du nicht eins zu eins, Wort für Wort nehmen. Da stehen viele Sachen drin, die keinen Sinn ergeben. Ist einfach so. Ist viel metaphorisch auch, glaube ich.
eine Senkung, als es kam zu der Pest und so weiter. Mhm. Aber wahrscheinlich sind da mehrere Dinge. Die Nachfahren von Adam und Eva. Bro, es gibt zwei Menschen. Adam, Eva. Die kriegen jetzt Kids. Dann haben die Kinder. Ein Sohn und eine Tochter. Wie haben die weiter Kinder gemacht? Miteinander? Steht das irgendwo? Kann man das sagen, dass es so war? Oder wie was geht ab? Wie sind dann verschiedene Rassen entstanden? Und diese ganzen Sachen, so weißt du? Es ist halt alles so ein bisschen noch so, da gibt es noch ein paar Fragen, wo man nicht einfach sagen kann, ja, war so. Die Nachfahren halt. Passiert in der Geschichte, dass wir heute nur auf die Bevölkerung von heute kommen. Mhm. So, das ist nicht unwahrscheinlich. Wie hat denn dein Umfeld damals reagiert, als du vom Darwinisten sozusagen, zum Kreationisten gewechselt bist? Das muss ja für das Kollegium, für Freunde und Bekannte schon auch ein Schock gewesen sein, dass da diese 180 Grad Kehrtwende stattgefunden hat. Ich habe mir das sehr lange überlegt, was mache ich da? Denn die ganze Karriere steht auf dem Spiel. Ne? Ich war Wissenschaftler, ich hatte viele Studenten, Postgraduate-Studenten, ich hatte Studenten, die Doktorstitel studierten unter einer Wende. Die denken ja, der ist verrückt geworden, nicht wahr? Also musste ich schon sehr vorsichtig sein, wie ich diese Umstellung erkläre. Und das erste Mal, als ich dann wieder gefragt wurde, um eine Besprechung über Evolution zu leiten unter den Postgraduates, dann habe ich mir überlegt, was mache ich da? Ich kann doch nicht Hypokrit sein, was ist Heuchler sein? Mhm. Ich muss ja wenigstens sagen, dass ich hier etwas befrage. Ich hatte auch noch nicht all die Antworten des damals. Und somit habe ich mich... Schon krass, dass du als Wissenschaftler dann Angst um deine Karriere haben musst, wenn du anfängst, an Gott zu glauben. So. Yo. Obwohl es eigentlich zusammengehört. Voneinander getrennt macht es einfach keinen Sinn. Also macht Wissenschaft keinen Sinn mehr, meiner Meinung nach. Wesentlichen Fragen konzentriert, die die Evolution eigentlich nicht beantworten kann. Und ich habe so 10 Fragen auf die Leinwand geschrieben. Und es gab Totenstille. Mhm. Ich hab keine Argumente gebracht, für oder dagegen. Ich habe einfach nur 10 Fragen gefragt. Und da stand eine Studentin auf, ein junges Mädchen, die war Honneursstudent. Mit anderen Worten, sie hatte schon ihren ersten Grad, BSc hatte sie schon. Sie war Honneurs. Und sie stand auf und sagte: Als ich zu dieser Universität kam, war ich eine Gläubige und ihr habt mich überzeugt, Atheist zu werden. Und jetzt, nach diesen Fragen, muss ich mich fragen, ob ihr mich betrogen habt. ihr könnt euch vorstellen, was da los war. Das ist crazy, ja? Die haben die zu Atheisten gemacht und danach fangen die selber an zu glauben. Das ist crazy, Bro. Universität macht Menschen zu Atheisten. Das ganze Glaubensbild. Ja, aber das Interessante für mich, was da los war, war nicht pertinente, gute Gegenargumente, sondern dass die Reaktion war Wut. Verständlich. Eine Wut, wie ich sie mir nicht hätte vorstellen können. Wirklich wütend, so wütend, dass sie dich anspucken. Mhm. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, wenn Wut eine Reaktion ist, dann sind die Argumente ausgegangen. Mhm. Dann haben sie keine Argumente. Da muss man entweder wütend werden oder man muss persönlich werden. Das sind immer die Angriffe. Mhm. Wenn man gute Argumente hat und die Sache ist lächerlich, dann bringt man die Argumente und... So what? Naja, und dann kann jeder ja selber entscheiden, wie das läuft. Aber wenn Wut und persönliche Angriffe das Resultat sind, dann hat man einen Nerv getroffen. Ja. Und meistens hat der was mit einem selbst zu tun. Wenn ein anderer in dir das auslösen kann, dann hat das meistens mit der Beziehung zu dir selbst zu tun. Und das hat mir selber auch geholfen, um weiter zu studieren, um festzustellen, wie läuft das?
Ich kann vielleicht eines erzählen, was für mich sehr wichtig war damals. Die versteinerten Wälder. Mhm. Es gibt Schichten in der Welt, wo die Bäume in Schichten liegen. Und das wird behauptet, das waren Wälder, die irgendwie zerschüttet wurden über Jahre, vielleicht vulkanischen Ausbruch, vielleicht eine Flut hier oder da. Aber in diesen versteinerten Wäldern gibt es auch viele aufrechte Bäume. Die stehen aufrecht. Und dann muss man natürlich behaupten, oder man denkt wenigstens, dass diese Wälder wurden zugeschüttet, als sie noch in situ waren, so wie sie damals Wälder mhm. waren. Einige Bäume sind umgerissen und liegen flach und die anderen sind eben aufrecht begraben worden. Sie wuchsen da. Und das war ein Beweis, weil man 10, 12 Wälder aufeinander in Schichten geologisch bekommt oder sieht, dass das über zig Milliarden Jahre entstand. 10, 12 Schichten Wälder übereinander, das ist miese Recherche gerade, warte. Und als ich dann das erste Mal die Gelegenheit hatte, mir selber diese Wälder auch anzusehen, war es bemerkenswert, dass diese Bäume, die aufrecht standen, was ist denn jetzt der Film dabei, Digga? Bäume, die aufrecht standen, ist doch jetzt nichts ungewöhnlich. Ich habe den kurz den Faden verloren gerade, Chat. Wurzeln hatten. Okay. Hm. Die hatten alle keine Wurzeln. Du kannst sie rausgraben in diesem Gestein und die Wurzeln sind alle abgerissen. Sie haben auch keine Äste und sie haben auch keine Rinde. Also was da passiert ist, diese Bäume sind geschleudert worden und haben sich gewälzt, eins gegen den anderen. Die Äste sind abgerissen. Durch das Aufeinanderschlagen in einer Wasserkatastrophe ist die Rinde abgebrochen. Und einige sind aufrecht und andere liegen waagrecht. Ah, jetzt. Und das Interessante ist, wenn sie waagrecht liegen, sie liegen in Richtung Wasserstrom. Mhm. Aber sogar die aufrechten Bäume, die sind ja nicht alle 100% rund. Haben vielleicht hier einen Knollen und sind mehr dreieckig im Stamm oder was auch immer. Die sind auch orientiert. Also waren sie alle katastrophal. Mhm. Und damit geht eine ganze These zugrunde. Mhm. Und die These, die man liest in der Bibel, wird mehr glaubwürdig. Mhm. Das ist interessant. Es gibt ja mehrere solche Phänomene. Welche ich jetzt persönlich, sage ich mal, für voll nehme oder nicht, sei mal dahingestellt, aber vielleicht nehmen wir eines der bekanntesten Sachen. Was ist denn deine Meinung zum Beispiel zu den Pyramidenstrukturen in Gizeh? Weil dort, da ranken sich ja die ganzen Mythen die ganze Zeit darum. Wichtig, 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 wichtig. Sind sie von Menschen geschaffen worden oder nicht? Oder gab es eine Zivilisation vor uns? Vielleicht hast du es mitbekommen, da gab es irgendeinen Geologen, Dr. Robert Schork, glaube ich, hieß er in Amerika. Der hat ja die Wassererosion darauf untersucht und meinte, das muss 10.000, 13.000 Jahre alt sein. Was ist denn deine Meinung dazu? Wenn man sich die Steine ansieht, von denen die Pyramiden gebaut werden, die enthalten Fossilien. Und die Fossilien sind hauptsächlich Seefossilien, Wasserablagerungen im Meereswasser. Hm. Also das muss Postkatastrophe gewesen sein und nicht Vorkatastrophe. Hm. Also wenn man die biblische Chronologie nimmt, dann können sie nicht so alt sein. Früher hat man ja gesagt, die ägyptische Kultur war 10, 11, 13.000 Jahre alt, so wie sie auch heute noch behaupten, zum Beispiel mit China, wie alt diese Dinge sind. Aber je mehr man studierte, hat man nachher gemerkt, dass die Chronologie wurde immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Denn jetzt sagen die irgendwas mit 5, oder glaube ich, 5.000 Jahre, irgendwie so. Ich glaube daran, dass die älter sind. Ich bin ja auch nicht mal davon überzeugt, dass die Pyramiden von den Ägyptern gebaut wurden. Kann mir vorstellen, dass die übernommen wurden von Leuten, die die vorher gebaut haben, vor der Sintflut. Weil ich bin auch überzeugt davon, dass es schon Menschen auf der Erde gab vor der Sintflut. Die frühen Archäologen haben die Könige chronologisch nacheinander aufgezählt. Mhm. Und dann hat man gemerkt, aber das war nicht immer der Fall, denn es waren oft Familienhierarchien, wo Vater und Söhne gleichzeitig regierten, aber der eine in einer Region vom Reich und der andere in einer anderen Region.
Und somit sind die Zeiten immer kleiner und kleiner geworden. Und wenn man heute die Zeitschriften und die Veröffentlichungen über dieses Thema liest, dann sieht man immer plus minus 3.000. Plus minus 3.000. Plus minus 3.000. Die exakte Wissenschaft fängt an zu schätzen. Ja. Ja, mit anderen Worten. Weil die haben alle keine Ahnung, das ist alles nur Spekulation. Weißt du? Auch diese angeblich renommierten Wissenschaftler, die voll die Ahnung haben und so. Die sagen, die gucken sich ein paar Sachen an und dann sagen die, okay, könnte so gewesen sein, aber keiner von denen weiß genau, was abgeht. Aber es gibt Menschen, die, glaube ich, ein besseres Verständnis dafür haben, wie die Vergangenheit aussah. Und diese Infos werden auch teilweise geheim gehalten, bin ich überzeugt von. Wie zum Beispiel von JungsInnen, wie wir am Anfang besprochen haben, Vatikan, unten in der Bibliothek. Oder vielleicht noch in einer separaten Bibliothek. Es gibt definitiv Hinweise auf die wahre Menschheitsgeschichte, die vor uns verborgen wird. Meine Meinung. Die Chronologie ist herabgesetzt worden von sehr alt auf nicht so alt. Und wenn wir uns die Kulturen der Menschheit anschauen, wie alt sind denn die? Die ältesten, die wir haben, sind, sagen wir mal, Ägypten. Oder vielleicht Südamerika, wo wir die Azteken haben. Sumerer, ja. Das auch, aber wie alt sind die? Wie können sie alle zurückarbeiten bis auf, sagen wir mal, höchstens 3000 vor Christus und dann hört es auf? Oder wie lange leben die Leute schon auf den verschiedenen Kontinenten? Mhm. Wie lange sind sie? Gute Fragen. Denn da und wer hat vorher da gelebt? Da sind ein paar Rassen gewesen, sagen wir mal in Nordamerika. Aber die große Bevölkerung, die kam in den letzten 350 Jahren. Das Gleiche mit Afrika, von Norden nach Süden in den letzten 350 Jahren. Jetzt, wenn der Mensch schon zig Millionen Jahre hier ist, wieso fängt das erst alles an in der? Ich sag, das ist nachsinnflutlich, weißt du? Also ich sag, wir sind die Sumerer, Ägypter etc. pp., Mayas, wir sind eine neue Zivilisation nach der Sintflut. Und deswegen hat sich das alles jetzt entwickelt so. Aber vorher gab's das auch schon. Und vielleicht sogar viel größer als heute. Und einige Sachen haben überlebt. Und ich glaube, die Pyramiden zum Beispiel haben überlebt. Von davor. Miese Recherche, Digga. Weil miese Recherche Recherche ist, weil ist ja schon miese Recherche. Roos hat gesagt, es wäre ein Traum, wenn du darauf reagieren würdest. Hahaha. Kürzesten Geschichte. So, wer hat eigentlich jetzt recht? Oder wer ist missinformiert? Der Wissenschaft würde dann wahrscheinlich sagen, ging mit Ackerbau los. Für mich wäre es ein Traum, wenn Leute wie Roos anfangen würden, mal nicht sich immer über Leute, die vielleicht eine andere Meinung haben oder anders denken, sich lustig zu machen und versuchen, die irgendwie als dumm darzustellen, sondern anfangen, selbst mal nachzudenken und mal von ihrem eingetrichterten Narrativ ein bisschen abweichen würden und anfangen würden, freier zu denken. Deswegen machen wir auch das, was wir hier heute machen. No front. Kam der Industrialismus, die industrielle Revolution und so weiter. Weil ob ihr es glaubt oder nicht, die Menschen, die maßgeblich unsere Welt heute beeinflussen von damals, waren genau solche Menschen. Und es waren keine Menschen, die immer nur das gesagt haben, was sie sagen dürfen und immer auf dem Narrativ unterwegs waren und versucht haben, ja, nicht irgendwie crazy zu sein. Das waren die Verrückten. Es waren immer die crazy Leute, die wirklich dafür gesorgt haben, dass Generationen sich verändert haben und dass krasse Erfindungen gekommen sind und diese ganzen Sachen so. Das haben die aber heutzutage schon vergessen. Deswegen, Land der Dichter und Denker ist schon fast wieder vorbei, weil sich kaum noch Leute trauen, überhaupt zu dichten und zu denken. Immer nur schön auf Narrativ, Digga. Was? Darf ich nicht sagen? Okay, darf ich sagen? Alles klar. So. Die Katalysatoren waren, die Menschheit vorangebracht hat vom Wachstum her. Ja. Und wir haben immer diesen Gedanken, die waren so primitiv, weil das ist das evolutionäre Denken. Aber waren die so primitiv? Denn wo kommt die Technologie her,
um zum Beispiel die Pyramiden zu bauen? Waren das alles Sklaven, die die Steine hinter sich hergeschleppt haben? Wir könnten das ja, oder wie haben die zum Beispiel diese massiven, riesigen Säulen aus dem Gestein geschnitten? Ja. Absolut laserperfekt. Mhm. Und man sieht sie ja auch noch heute im Mittel. Einfach straight. Osten. Zum Beispiel Baalbek, die Säulen, die da sind. Da crazy. Die Steingruben haben sie gefunden. Und die sind etliche Kilometer weg, von wo das Gebäude steht. Mhm. Und heute hätten wir nicht die Technologie, solche Säulen über diese Abstände zu führen. Ja. Aber die werden rausgesägt aus dem Stein, absolut perfekt runter, aber auch unten perfekt. Mhm. Und dann werden die rausgeholt und wir haben keine Technologie heute, die das machen kann. Aber die waren alle dumm. Mhm. Die waren alle Höhlenbewohner, so wird man gesagt. Oder nimmt man die Sprachen. Die Sprachen, die gesprochen wurden, wie komplex die waren. Wie viele Verbeugungen da drin waren. Nominativ, Akkusativ, Dativ und so weiter. Latino war schon schlimm genug damals. Ne? Ja, Deutsch ist auch eines der Sprachen, die noch diese Verbeugungen gebraucht. Früher im Altenglischen hat man sie gebraucht. In King James gebrauchen sie noch thee, thy, thine, thou und so weiter. Hm. Im Modernen ist das alles weg. Und wir sind von einer riesen von einem riesigen Wortschatz zurückgerutscht auf einen ganz kleinen Wortschatz. Hm. So, waren die so dumm oder hatten die vielleicht mehr drauf, als was die Menschheit behauptet? Mhm. Also ich bin mir relativ sicher, dass die mehr drauf gehabt haben. Die Frage, die sich bei vielen Leuten stellt, ist halt, ob es eine hochzivilisierte Kultur vor unserer. Da kommen dann die Geschichten von Lemurien und Atlantis. Mhm. Und da werden dann auch dann natürlich dann auch biblische Sachen zitiert, wie zum Beispiel die Geschichte der Flut mit der Entstehung der Riesen vielleicht oder Nephilim, wie auch immer. Leute, die vielleicht Engel waren oder Kräfte gehabt haben, die der Mensch nicht gehabt hat. Das sind so die Fragen, die sich voll viele Leute stellen, die auch für Leute wie uns sehr spannend sind. Was hältst du denn davon? Bist du jemand, der auch zum Beispiel, was ist generell so deine Meinung zu der Geschichte der Nephilim und auch zu dem Buch von Henoch? Okay, Nephilim, das ist ein Wort, das kann heißen Riesen, das ist die eine Deutung, aber die andere Deutung ist abtrünnig. Mhm. Abtrünnig, ja. Abtrünnig. Mhm. Also die Bibel sagt, die Söhne Gottes, krass, okay, abtrünnig, sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren und haben sich dann mit ihnen verheiratet und verbunden. Jetzt, man kann das deuten, dass diese Söhne Gottes waren Engel oder außer Aliens. So, da kommt auch wieder die Theorie, die ich auch gerne mal in den Raum reinwerfe, mit dem, dass wir halb Mensch, halb Alien sind. Sowas trauen sich die meisten Leute gar nicht überhaupt auszusprechen. So. Ich habe nie gesagt, dass ich davon überzeugt bin, aber ich habe immer gesagt, dass ich mir das vorstellen könnte. Was ist daran jetzt so schlimm? Warum muss man sich dann über einen lustig machen, der sowas sagt? Ist auch egal. Aber das könnte ich mir vorstellen auf jeden Fall. Dass wir gar nicht 100% Erdlinge sind. Irdische Wesen. Aber man kann es auch ganz einfach deuten, dass das waren diejenigen, die treu waren Gott gegenüber und geglaubt haben, was Gott gesagt hat. Und die haben sich abgesondert von den anderen und haben mehr auf dem Land gelebt oder in Gebirgen und so weiter und haben sich getrennt von dem Sodom- und Gomorra-Leuten. Aber naja, dann sind sie mal einkaufen gegangen in den damaligen Malls. Und hier waren die hübschen Frauen mit den kurzen Röcken und so weiter. Ah, dann haben die gesündigt quasi. Mhm. Okay, krass. Also der sagt, es waren Menschen, es waren einmal Gottesfürchtige und einmal Gottlose. Mäßig. Also Abtrünnige. Ah, okay. Also viel Interpretation, ne? Ist halt jetzt seine Interpretation auf die Sache. Dann auf den Peter. Lief es irgendwann mal schief. Und die treu waren gegen Gott, haben sich dann verbunden mit denjenigen, die nicht treu waren. Und in sehr kürzester Zeit
kam es dann zu dem Punkt, wo es war zur Zeit Noahs. Mhm. So, dann ist es eigentlich ganz einfach, denn wenn du nach der Bibel gehst, sind Engel nicht imstande, Nachwuchs zu erzeugen. Mhm. Denn Jesus zum Beispiel hat gesagt, ihr werdet sein wie die Engel und ihr werdet nicht heiraten und Nachwuchs zeugen. So, man kann es eigentlich ganz einfach deuten. Das Buch Henoch, wie du gefragt hast, hat sehr interessante Ereignisse, die drin sind, aber auch viele, die sich widersprechen mit der Bibel. Hm. Ja, die Bibel selbst hat Ereignisse, die sich der Bibel selbst widersprechen. Das ist ja das Problem. Es ist also eigentlich ein apokryphisches Buch. Und da muss man sich immer fragen, naja, wie will ich das einschätzen? Will ich raten, was ist richtig und was ist verkehrt? Oder bleibe ich bei dem, wo ich zumindest Hinweise habe, dass es harmonisch ist, dass es sich nicht widerspricht über Zeiten? Und dass das Buch auch archäologisch und wissenschaftlich und prophetisch bestätigt werden kann oder nicht. Hm, verstehe. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, diese unerklärlichen Steinstrukturen, Bauten. Da oben auf dem Berg von Libanon ist ja auch so ein rechtwinkliger Riesenstein, den kein Kran heben kann und so. Ja, die ganze Welt ist voll. Genau, der Göbekli Tepe und so weiter. Boah, Göbekli Tepe ist auch eine der wildesten Sachen, ne? Auch einer der ältesten Dinge, glaube ich. Es gibt so viele verschiedene Mysterien auf dieser Erde, wo du dann die Frage stellst, waren die Menschen damals vielleicht einfach unterschätzt und waren sie in der Lage, aber wie waren sie in der Lage? Hatten sie Technologie, die verloren gegangen ist oder hatten sie Zugang halt zu, keine Ahnung, mächtigeren Wesen oder wie auch immer? Was wäre da deine Tendenz zu glauben? Ich würde behaupten, sie hatten eine Technologie, die wir total unterschätzen. Ja. Denn man findet... Ja. In der... Bruv, die haben Strom gehabt. In den paläontologischen Schichten manchmal Artefakte, die einfach erstaunlich sind. Hm. Und zum Beispiel einfache Dinge wie ein Hammer zum Beispiel. Ja. Aber ein Stahl, das wir heute noch nicht in dieser Völligkeit zeugen können. So, die hatten eine Technologie, die wir vielleicht gar nicht verstehen. Oder Geräte, die sie heute noch nicht verstehen, die werden gefunden. So, und was für eine Technologie hatten die? Vielleicht waren sie mehr gefördert, als was wir heute sind. Und ich weiß, dass im Krieg zum Beispiel, im Zweiten Weltkrieg, hat die deutsche Regierung eine ganze Menge Archäologen nach Ägypten geschickt. Genau um diese Geheimnisse zu suchen. Hm. Und ob sie welche gefunden haben oder nicht, das wissen wir heute noch nicht. Aber hatten schon Zugriff, denke ich, zu technischen Dingen, die wir vielleicht heute erst erleben in unserem Internet und so weiter. Hm. Da stellt sich die Frage, woher hatten sie diese Technologie? Wurde es ihnen gegeben oder wurde das wirklich, ist es einfach ein natürlicher Prozess gewesen, ein Hoch und Runter, man hat irgendwann verloren, was man gehabt hat, oder war irgendwas mehr da von oben? Ich meine, beim Buch von Henoch, was ist da deine Meinung, wo sie sagen, dass Azazel gekommen ist zum Beispiel und den Menschen gezeigt hat, wie man Kriegswaffen schmiedet und sich zum Beispiel auch schminkt oder wie auch immer, da ist halt irgendwas ist immer von oben gekommen und hat den Leuten was gezeigt, was sie nicht kannten, und damit hat man Sachen beschleunigt. Gut, die Bibel hat natürlich eine Erklärung von verschiedenen Lebewesen. Mhm. Es gibt den Menschen, aber es gibt auch Engel. Im Islam gibt es dann noch eine dritte Kategorie, die Djinns, die Genies. Genies. Ja. So, im Islam gibt es drei Kategorien, in der Bibel gibt es nur zwei Kategorien. Hm. Und das ist nur so eine interessante Nebensache. Aber die Leute wurden ja sehr alt, 900 Jahre alt, über fast 1000 Jahre alt, 960 und so weiter. Und sie waren groß,
Es ist interessant, dass wir Artefakten finden von Menschen, die enorm groß waren. Ah. Und die Bibel erklärt ja auch von Riesen. Und die Größen von Betten von Königen werden zum Beispiel beschrieben. Goliath zum Beispiel. Ja. Goliath und seine Brüder, die waren Riesen. Und man würde behaupten, wenn man die Bibel so liest, dass die Menschen vielleicht so knapp über 3 Meter groß waren. Wild. Wild. Mhm. Und das waren eben die Überbleibsel, genau wie wir heute eine ganz große Variation in Größe haben unter den Menschen. So gab es da wahrscheinlich auch eine Variation und einige Rassen waren größer als andere. Was meinst du mit Überbleibsel? Sind es die Überbleibsel nach der Flut? Nein, Adam und Eva waren wahrscheinlich über 3 Meter groß. Ach so, meinst du das? Okay. Und dann durch den Sündenfall kam eine Degeneration. Hm. Und wenn man studiert, wie alt Bild. Die Leute wurden, dann sieht man nach der Sintflut, Noach wurde noch über 900. Nach dem Sündenfall gab es eine Degeneration. Das ist crazy. Jahre alt. Aber nach der Sintflut wird das Alter halbiert. Dann wird es nur über 400, 450 Jahre. Bis zur Zeit Abrahams, dann wurde es 180 Jahre. Bis zur Zeit Mose wurde es 120 Jahre. Bis zur Zeit Daniels und Davids wurde es 70, wenn es gut geht, 80. Also habe ich schon Schwierigkeiten mit mir selber. Also es gab eine Reduktion, nicht nur im Alter, sondern auch in der Größe. Mhm. Und diese Reduktion ist oft bedingt durch Ernährung. Ernährung? Ja, Ernährung. Zum Beispiel Rassen. Hatte ich eben Degeneration gesagt? Wegen dem Sündenfall? Ernährung macht für mich mehr Sinn. Die sehr klein waren. Wenn sie umgestellt werden auf eine Ernährung, die mehr vollwertig ist und mehr Eiweiß und so weiter drin hat, dann werden sie viel größer. Zum Beispiel Japaner im Zweiten Weltkrieg, die waren winzig. Und dann haben sie mehr Proteine in der Ernährung bekommen nach dem Krieg, als da mehr Verbindung war mit anderen Arten und so weiter. Wesentlich größer. So Ernährung und das Bruder, der Bruder ist auch mies in der Recherche drin, ne? Sag ich dir ehrlich. Also aber manchmal hört sich das so an, als ob der, weiß ich jetzt nicht, was der Background, wo der das herholt. Es sind halt Theorien. Man hört das auch so ein bisschen raus, dass der halt sehr theoretisch unterwegs ist, ne? So. Es ist jetzt nichts, wo man sagen kann, ja, Digga, hat der recht, hundertprozentig. Er erzählt halt ein bisschen so seine Philosophie, seine Meinung, was er denkt und so. Das Kommen des Menschen hängt sehr eng zusammen. Hm. Ja, so eigentlich sind wir heute nicht so hoi polloi und großartig, wie wir denken, sondern eigentlich recht reduziert und krank im Vergleich zu, was es früher war. Ja, ja, also man kann auch davon ausgehen, dass der Zustand des Planeten... Das ist halt die Frage, ob wir dann größer geworden sind, weil wir jetzt besser uns weil wir uns schlechter ernähren, dass wir dann kleiner geworden sind, so. Ich glaube, das hat auch irgendwas mit der Luftzusammensetzung zu tun, weißt du? Habe ich mal irgendwo gehört. Dass die Luft jetzt mittlerweile mit Kohlenstoff und diese ganzen Sachen, dass das auch einen Effekt haben kann, warum Tiere auch früher größer waren, weißt du? Ja, auch nicht mehr so besonders schön ist, wie vielleicht zu biblischen Zeiten. Nein, es ist ein Bergab. Und die Bibel sagt ja auch, es wird bergab gehen. Also es wird nicht besser, es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Ja, aber es gab ja einen Punkt, so da war die Sache ja so schlimm genug quasi, dass dann die Flut herkommen sollte, nicht wahr? Ja. So, und daraufhin die neuen Zivilisationen mit dem Turmbau von Babel zum Beispiel, was du auch gut erklärt hattest, ist, dass man quasi das Wort Gottes nicht mehr vertraut hat und sich gedacht hat, nochmal lassen wir uns hier nicht wegfluten. Nein, deswegen bauen wir hier so einen langen, schönen Turm. Ja. Ja, so, was ja dann schon der Beginn der Gotteslästerung dann quasi ist. Ja. Damals hatte man nicht die technologischen Probleme, man hatte nicht den Klimawandel oder Plastik in den Ozeanen, aber irgendwas musste ja dann schiefgelaufen sein. Ja. Ja? Was ist der Ursprung davon? Warum? Ursprung. Ist das passiert, nach deiner Meinung? Also nach der Meinung quasi der Bibel, die du dann
wiedergibst. Okay, es ist eine Neigung des Menschen, um eher das Böse zu wählen als das Gute. Ah. Es ist die gefallene Natur. Hm. Und die gefallene Natur neigt zum Bösen. Wir haben also alle eine Neigung zum Bösen. Hm. Und diese Neigung, wenn sie die sogenannte Versuchung gefüttert wird und wenn sie, wie sagt man da, gefördert wird, ja, ja, dann wird es immer schlimmer. Jetzt in meinem eigenen Leben, wenn ich mir vorstelle, wie es war, sagen wir mal, vor 20 Jahren oder 30 Jahren oder 40 oder 50 Jahre oder 60 Jahre her, würde ich sagen, dass die Welt moralisch und geistlich sich gebessert hat oder ist es schlimmer geworden? So, Chat, gute Frage an euch. Hat die Welt sich moralisch und geistig verbessert oder ist es schlimmer geworden? Eins für verbessert, zwei für schlimmer. In den letzten 100 Jahren. Wir machen es glatt. Ich meine, es ist in meinem eigenen Leben zu sehen, was hier auf der Welt los ist. Es ist ja einfach unglaublich. Hm. Wenn wir die Ideologien, die heute vertrieben werden, sagen wir mal in den Vereinigten Staaten und in England und so weiter, und kommen wir nennen auch mal Berlin dazu, dann muss man sich fragen, ist es besser geworden oder schlimmer geworden? Das ist eine sehr gute Frage. Ich frage mich jetzt, besser und schlechter, erstens mal gefühlt und gesehen, weil wir haben ja viel mehr Möglichkeiten, die Welt zu sehen, andere Leute zu sehen. Wir haben jetzt Handys, wir haben Social Media, wir haben TV bekommen vorher, Internet haben wir bekommen. Ja, und die moralischen Verwerflichkeiten der Vergangenheit hatten. Ja, das ist auch schwer, das so auf den Punkt zu bringen, weil ich glaube schon, der Belasch hat recht, man sieht halt viel mehr und deswegen tendiert man zu sagen, dass es viel schlimmer geworden ist. Aber in jeder Epoche oder in jeder Zeitphase gab es immer schon degenerierte Geschichten, so weißt du. Es gab schon immer crazy Sachen, die passiert sind. Es gab schon immer verrückte Menschen, unmoralische Menschen. Aber ich glaube halt, dass wir uns mit der Zeit immer mehr von was Höherem getrennt haben. Und der Trend ist immer weitergegangen, weißt du? Dass wir uns immer mehr davon getrennt haben, dass wir noch an irgendwas glauben, was über den Menschen steht. So irgendwas Übermenschliches, irgendwas Übernatürliches, Digga. Weißt du, wie ich meine? Und dieser Trend ist halt wirklich vorhanden. Und der ist schon so weit jetzt, dass, glaube ich, ein Großteil von den Jugendlichen heutzutage an nichts mehr glauben, was irgendwie spirituell ist, also höher ist. Kein Zugriff, nur was wir in unserem engen Kreis gesehen haben. Wenn wir nur hier in diesem Kreis schauen oder hier ein bisschen weiter runterlaufen, da ist angeblich ein Wald und so weiter. Ein Wald, ja. Ja, oder sowas Ähnliches. Ja, genau. Und dann fragt man sich, haben die Leute, die sich da aufhalten, haben die Hoffnung? Hm. Oder halten sie sich da auf, weil sie keine Hoffnung mehr haben und die Realität einfach verschwinden lassen, damit sie nicht damit was zu tun haben, sondern sich einfach ausschalten. Mhm. Die Menschheit hat keine Hoffnung, weil, oder große Teil der Menschheit, denn sie haben ihren Ursprung vergessen. Mhm. Und wenn man diesen Ursprung, der eigentlich sehr adlig ist, wieder entdecken könnte, was sagt die Bibel? Wir sind Kinder Gottes. Mhm. Was heißt das, um im Ebenbild Gottes zu... Kommt aber wieder. Also ich habe das Gefühl, durch dieses Degenerieren bildet sich gerade wieder mehr Interesse in dieser Gesellschaft, in diesen Sodom- und Gomorra-mäßigen Zuständen. Gibt es immer mehr Leute, die sagen, nee, das kann nicht das Wahre sein, weißt du? Und das wird auch in Zukunft wieder mehr werden. Also ich bin mir sicher, dass wir uns in Zukunft wieder zurückorientieren werden zu den Wurzeln, zum Ursprung. Was heißt es, ein Kind Gottes zu sein? Wenn Gott der größte König der Welt all ist, dann was sind seine Kinder? Sind das nicht Prinzen? Hm. Das heißt ja, dass sogar die Engel sich verneigen, wenn Menschen vorbeigehen. Richtig. Tatsache, dass wir das Aber das haben. Bild, das die Menschheit von Gott hat, ist so verzerrt, dass sie Gott nicht mehr sehen können. Und das ist ja das Problem. Ich bin katholisch aufgewachsen. Meine Mutter war Lutheranin. Mir wurde gesagt, als sie starb, als ich 12 Jahre alt war,
weil sie nicht die richtige Religion hatte, ist sie direkt in die Hölle. Boah. Und da bratet sie jetzt für ewig und ewig und ewig. Das hat man einem kleinen Jungen gesagt, überleg mal, Bro. Ich? Und mit so einem Gott konnte ich mich nicht auseinandersetzen. Was soll ich mit so einem? Ist doch, hat doch überhaupt nichts mit Göttlichem zu tun. Gott, der soll mir den Buckel runterrutschen. Naja, wenn der aufgrund von einer Ideologie, die sie vielleicht nicht verstanden hatte oder was, so ein Urteil ausspricht auf Ewigkeit, dann was für ein Gott ist das? Und dann, wie einige andere auch gesagt haben, die Pharisäer und so weiter, die Jesus gekreuzigt haben, was hat der gemacht? Der ist rumgelaufen, hat Menschen geheilt, hat Menschen aus dem Sumpf herausgeholt, er hat die Toten auferweckt, er hat diejenigen, die verzweifelt waren, die besessen waren. Das Wichtigste war, dass er Liebe gepredigt hat, Jeshua. Dann hat er einen neuen Anfang und ein neues Leben gegeben und den haben sie umgebracht. Also was für ein Gottesbild haben sie denn, wenn sie so einen umbringen? Dann was für ein Gottesbild haben die? Und so fragt man sich das Gleiche heute. Was für ein Bild haben wir? Und warum lehnt man Gott ab? Warum hat man so eine Gegenneigung gegen diesen Gott? Weil man ihn nicht kennt, weil man ihn nicht versteht, weil man ihn nicht kennenlernen will, man ihm keine Chance geben will. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Warum ich gläubig bin, oder warum, kommen wir sagen das mal lieber anders, warum ich diesem Gott gerne folgen möchte, ist, weil er sich nie aufgezwungen hat auf mich. Nie. Er gewährt mir totalen freien Willen. Wenn ich morgen mich kaputt saufen will, er lässt mich. Da, geh. Aber trage die Konsequenzen. Und warum verfluchst du mich, wenn es verkehrt geht? Nicht wahr? Also der Mensch, es Selbstverantwortung ist das Stichwort am Ende, oder? Exactly. Das Ding ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Gott ist in dir. Die Verbindung mit Gott aufzubauen, die liegt an dir. Das ist deine eigene Verantwortung. Weißt du? Dazu brauchst du kein Buch, dazu brauchst du kein Gebäude, da brauchst du nichts zu außer dich. Ich muss das immer wieder erwähnen, weil es sind einfach Fakten. Und wenn du ein bewusster Mensch wirst, dann wirst du merken, dass du dich automatisch mit dem Göttlichen mehr connectest und mit allem anderen auch verbunden bist, so, weißt du? Und dann kannst du dir auch selber nicht mehr so wehtun, wie du es vielleicht früher gemacht hast, indem du Alkohol trinkst oder irgendwelche Sünden machst oder so. Dazu musst du nicht mal ein Buch haben, was dir sagt, du darfst das nicht, du darfst dies nicht, du darfst so nicht. Das reicht, wenn du dir selbst die Liebe schenkst, die du verdient hast und dann anfängst, das Göttliche in dir zu fühlen immer mehr. Dann machst du das automatisch nicht mehr. Dann bist du ein göttlicheres Wesen, sag ich mal, weißt du? Und so sollten wir uns alle halt immer mehr mit unserem göttlichen Teil connecten und dann ist alles gut. Das wünsche ich mir halt. Trägt Konsequenzen, aber den Gott, den sie angeblich kennen, kennen sie wirklich nicht. Das ist ein ganz spannender Punkt. Du hast jetzt gerade gesagt, mit der Geschichte deiner Mutter, falscher Glaube oder falsche Ansichten und dadurch sagt dann jemand, dass sie direkt in die Hölle kommt für die Ewigkeit und so weiter. Das, was ich mich immer gefragt habe, ist bei eurer Strömung, ist ja eigentlich die Voraussetzung, ist ja, dass man auch Jesus als Gott akzeptiert, richtig? Ja. So, und wenn man das nicht tut, hat das dann auch Konsequenzen? Kommt man dann auch in die Hölle? Ist das zu vergleichen mit der Geschichte? Wenn ich jetzt zum Beispiel das nicht akzeptieren kann und sage, zum Beispiel jetzt ein Muslim oder was auch immer sagt, ja, der ist ein Prophet, aber er ist nicht Gott. So. Richtig. So, der ist ja dann auch dann quasi laut eurer Ansicht dann auf dem falschen Pfad unterwegs. Blüht ihm dann auch die Hölle oder irgendwas Schlimmes für immer? Okay, das ist eine sehr gute Frage. Dann könnte es man ja weiterführen und sagen, okay, die ganze Muslimwelt glaubt es nicht. Ja. Mit anderen Worten. Die islamische Welt. Die ganze Moslemwelt ist dann verloren, richtig? Ja. Aber das ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt, die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Aha. Die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Der Herr wird dich nicht verklagen aufgrund dessen, was du nie gewusst hast.
Ja. Also er urteilt im Rahmen deines Kenntnisses. Wichtig. Aber jeder Mensch hat ein Gewissen. Und jeder Mensch weiß nach Gewissen, dass bestimmte Dinge richtig sind oder gut sind und andere nicht gut oder weniger gut sind. Mhm. Und somit sagt es im Römerbrief, dass wenn du nicht gewusst hast, dann bist du geurteilt oder wirst geurteilt nach dem, was du erkannt hast. Wenn du gegen dein Gewissen trotzdem Böses tust, dann bist du verurteilt. Mhm. Aber Martin Luther hat den Gedanken von einer ewig brennenden Hölle abgelehnt und behauptet, es ist nicht biblisch. Er hat geglaubt an einen Tod, einen Schlaf und eine Auferstehung. Wogegen die griechische Mythologie hat geglaubt, dass wenn du stirbst, gehst du entweder zu dem schönen Platz oder du gehst zu dem warmen Platz. Und Katholizismus hat das aufgegriffen und krass. Hat eigentlich eine griechische Ideologie. Und dann haben sie die griechische Ideologie noch weitergeführt und gesagt, jeder Mensch ist selbst zuständig für das, was er tut und für sein Heil. Also wenn du zum Beispiel Dinge verkehrt getan hast in deinem Leben, dann musst du selber die Strafe zahlen. Hm. Und dann haben sie das Fegefeuer entdeckt. Aber das ist schon in der griechischen Mythologie gegenwärtig. Hm. Und da zahlt man dann eben für diese Sünden, die man begangen hat. Und nach Katholizismus, wenn du dann bezahlt hast für die Sünden selber, dann kannst du in den Himmel gehen. Hm. Das ist auch nicht biblisch. Hm. So ist Gott ein Tyrann, der dich für ewig in die Hölle steckt? Hm. Diese Ideologie finden wir wo? Wir finden eben im Katholizismus. Ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube daran, dass du musst halt, ich glaube, jeder muss für alle, also jedes Handeln hat Konsequenzen. Ob jetzt, hier im Leben, ob nach dem Tod, ob im nächsten Leben. Auf jeden Fall musst du irgendwann dafür Rechenschaft ablegen, für das, was du tust. So, jede Aktion hat eine Reaktion. Wir finden ihn in der griechischen Mythologie, finden ihn auch im Islam. Und also ein sehr großer Teil der Menschheit glaubt diese Ideologie. Und die anderen glauben wieder eher an ein ständiges Wechseln, so wie zum Beispiel Hinduismus oder New Age-Bewegung. Ja, die glauben natürlich dann an Reinkarnation und du versuchst es wieder und du kriegst eine neue Chance. Und aber der hat doch eben selber gesagt, dass Martin Luther irgendwas gesagt hat von Sterben, Schlafen, Wiedergeburt. Hört sich für mich auch wie eine Metapher für Reinkarnation an, oder? Du wirst es besser machen. Die Frage ist es besser geworden? Hm. Wenn man so viele Chancen hat, um es sich zu bessern, ist es besser geworden oder ist es schlimmer geworden? Hm. Ja. Was ich an deiner. Wolltest du mal ein paar Bücher? Ah, super. Ja. Weil ihr die zwei Themen schon hattet, wir haben da gerade also Geschenke vom Verlag. Einmal das Thema Genesis und Schöpfung. Vielen Dank dafür. Das ist cool, Dankeschön. Und jetzt, weil ihr gerade beim Thema seid, auf die Wahrheit kommt es an. Von Walter Veit geschrieben. Dankeschön. Also ich werde die anderen Bücher auch gleich machen, machen wir es hinter uns. Ja, gerne. Also vielen Dank auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, das sind auch wirklich Walters eigene Bücher. Hier hinten sieht man noch ein altes Bild mit Schnurrbart, noch ein bisschen jünger. Geil, aber interessanter Dude, ne? Da habe ich auch schon ein paar Vorträge gesehen aus der Zeit. Genau. So. Ich habe das Buch auch in Englisch geschrieben, natürlich. Die, ja. Beide sind Übersetzungen. Das ist ein Buch hier, welches meine Frau geschrieben hat, über unser Leben. Ah. Und dann, das ist ein Buch vom Schatten zum Licht. Dankeschön. Das ist ein Buch, was sagt, wie eigentlich es dazu kam, dass die Menschheit in dem Zustand ist, wohin sie ist. Verstehe. Und wohin das führt.
Das ist aber das Einzige, was nicht von dir ist, ne? Das ist nicht von mir. Genau, richtig. Ja, ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese ganzen Geschenke. Da haben wir einiges zu büffeln mit. Ja. Ja. Leute, checkt das auf jeden Fall ab. Wo können die das kaufen, die Leute? Man kann es in Englisch vom Internet umsonst runterladen, aha, als E-Book. Ja. Und das könnte man was machen. Was geht hier noch? Kommt noch was? Tier zu werden. Und sie können es nach freiem Willen annehmen oder ablehnen, wie sie wollen. Ja. Und der Gott der Bibel, der ehrt den Entschluss. Mhm. Also unsere Zuschauer sind. Das könnt ihr euch in Ruhe auf jeden Fall abchecken. Auch die ganzen Vorträge gibt es dort immer noch, ja? Ja. Okay, sehr gut. Ja gut, also das hat auf jeden Fall viel beantwortet jetzt gerade in Bezug, was ich mir immer gedacht hatte, der, wenn zum Beispiel ein Mensch, der hat kein Wissen in Bezug auf Bibel, Gott, Jesus, wie auch immer, der wächst richtig, völlig einfach auf, irgendwo auf irgendeinem Berg. Es kann ja nicht sein, dass der in die Hölle geht, obwohl er ein guter Mensch ist. So, ne? Richtig. Also so, das sind halt so gewisse Prinzipien, so, die man entweder kennt oder nicht kennt, aber sie sind allgegenwärtig. Ja. So kann man das umfassen. Ne? Ja, man wird ja auch in eine bestimmte Kultur geboren, nicht wahr? Ja. Aber einige bekommen die Gelegenheit, mit Wahrheit konfrontiert zu werden und sie können es nach freiem Willen annehmen oder ablehnen, wie sie wollen. So ist es. Und ich glaube, um ein guter Mensch zu sein und wirklich sich mit Gott zu connecten, musst du dich auch keiner Glaubensrichtung anschließen auf Krampf. Weißt du? Musst du nicht. Du kannst auch selber deine Connection mit Gott aufbauen. Und das ist mir wichtig zu sagen. Und Gott ist auch nicht extern, sondern in dir. Meine persönliche Philosophie. I love you. Ich glaube, es gibt viele Wege zu Gott. Ja. Und der Gott der Bibel, der ehrt. Das ist Trennung halt. Der Gott der Bibel. Sowas glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube nicht, dass es einen Gott der Bibel gibt. Oder der Gott der Moslems. Der Gott der Juden. Der Gott der Bibel. Das ist Trennung. Das trennt uns voneinander. Wir sind aber alle miteinander verbunden. Und Gott ist in allem vorhanden. Deswegen, es gibt nur einen. All praise to the Most High. Entschluss. Mhm. Also der Mensch hat selbst das Recht, diesen Entschluss zu fassen oder nicht zu fassen, ihn anzunehmen oder ihn abzulehnen. Mhm. Wogegen der andere, der Böse, Azazel, wie du schon vorher gesagt hast, ja, gibt dir nicht immer diese Gelegenheit. Er verspricht dir viel, aber er fesselt dich. Und ich weiß, dass du in Hip-Hop tätig warst. Oder das ist ja geil. Ich weiß, dass du in Hip-Hop tätig warst. Voll süß, gell, der Mann. Vielleicht noch bist oder ja, so ja, weiter und so fort. Und wie hängt das alles zusammen und was für einen Einfluss haben die Dinge im Leben, die man so macht, so wie einige Musikarten oder Drogen oder wo kommen die alle her? Wer hat die in die Welt hineingebracht? Und oha, miese Recherche. Wer hat sie verbreitet und wer macht Geld daraus? Ja. Und was ist das Resultat? Mhm. Eine Vernichtung des Psyches und der Menschheit. Mhm. Ja. Zum Thema Musik hast du ja auch